bin der große Verräter. Es darf keinen größeren geben. Wer auch nur wagt, ganz davonlaufen zu denken, wird in 198 Teile zerstückelt. Ein Hund wandert nach Tansania aus, zum zweiten Mal. Schon wieder an ihrer Seite Sänger Berdon. Surprise! Dabei hatte der Janine beim ersten Mal ausgeraubt. Hallo und herzlich willkommen zu Hi Nun! Mein Name ist Dr. Bodo Schiffmann und im Moment beschäftigen wir uns mit, warum Deutschland seine Geschichte nicht aufarbeiten will. Und gibt es dazu vielleicht auch Gründe, die über die deutschen Grenzen hinausgehen? Und was hat das alles mit dem Holocaust zu tun? Und das, was ich hier mit euch mache, ist das Gegenteil von Holocaust-Leugnung. Und ich habe hier den Eindruck, dass hier, und das fällt mir schwer, das zu sagen, die Regierung in Deutschland und auch in anderen Ländern den Holocaust leugnet, verharmlost und eine Aufarbeitung sehr effektiv seit Kriegsende behindert hat. Und das Ganze geht weiter mit der Aufarbeitung der Verbrechen der Staatssicherheit, MFS, Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Auch hier wurde nicht aufgearbeitet. Und die Täter wurden am Ende belohnt und bekamen hochdotierte Posten. Und die Opfer wurden verhöhnt und am Ende gibt es sogar Menschen, die behaupten, es hätte nie stattgefunden. Man stellt sich hin und sagt einem Menschen ins Gesicht, der in die das unvorstellbare Gräuel in zum Beispiel Auschwitz miterleben musste und der dort seine Familie verloren hat, dem sagt man, das hätte es nie gegeben. Es gibt so manche Leute, die sich zu unserer Bewegung rechnen, die ich nicht verstehen kann. Nun, ich habe keine Bewegung, ich habe einfach ein Interesse daran, die Wahrheit in irgendeiner Weise zu dokumentieren und so vielleicht anderen die Möglichkeit zu geben, auch in vielen Jahren Zeitdokumente zu sehen, die mancher, der eine oder andere sicherlich gerne den Mantel des Vergessens drüber breiten würde. Wir fangen an mit einer Dokumentation aus der ARD von 1984, weil Sie wissen ja, vertrauen Sie nur offiziellen Quellen. Das machen wir doch mal gerne, weil es gab Zeiten, da wurde hier nicht nur gut, sondern auch kritisch recherchiert. Diese Zeiten sind vorbei, aber Gott sei Dank haben wir diese Zeitdokumente und ich habe viele Zeitdokumente gesammelt, mit denen ich mich mit euch noch beschäftigen möchte und noch einige andere liegen in der Pipeline. Wir fangen aber an mit diesem wirklich guten, kurzen Bericht. Nazi-Akten, Stasi-Akten, Kontraste, ARD 1994. Antideutsche Hysterie von Linda Scheidberger. Die folgenden Zeilen sind eine unfreundliche Reise in den Hass. Sie erheben nicht den Anspruch, eine detaillierte Geschichte des Ersten Weltkriegs darzustellen und sie sind auch nicht als politische Erklärung gedacht. Sie dienen nur als Versuch, das Propagandawüten gegenüber Deutschland und dem deutschen Volk weltweit sowie die immer noch andauernden, irreversiblen Auswirkungen des größten konzentrierten Angriffs auf ein Volk in der Menschheitsgeschichte zu veranschaulichen. Als Bettler sind wir nicht gekommen aus unserem deutschen Vaterland. Wir hatten vieles mitgenommen, was hier noch fremd und unbekannt. Und als man schuf aus dichten Wäldern, aus dürrer öder Wüstenei, den schönsten Kranz von reichen Feldern, da waren Deutsche auch dabei. Gar vieles, was in frühen Zeiten ihr kaufen musstet über Meer, das lehrten wir euch selbst bereiten, wir stellten manche Werkstatt her. O wagt es nicht, dies zu vergessen, sagt nicht, als ob dem nicht so sei, es könnten tausend Feuer essen, es waren Deutsche auch dabei. Und wenn in vollen Tönen klinget ans Herz des Liedes Melodei, ich glaub, von dem, was ihr da singet, ist vieles Deutsche auch dabei. Drum stehen wir stolz auf diesem Grunde, denn unsere Kraft der Wildnis nahm. Was wär's mit diesem Staatenbunde,
wenn nie ein Deutscher zu euch kam. Wie in des Bürgerkrieges Tagen, ja schon beim ersten Freiheitsschrei, wir dürfen's unbestritten sagen, es waren Deutsche auch dabei. Konrad Kretz, 1928 in Landau, 1897 in Milwaukee. Und genau so ist es. Wenn ich irgendwie die Vergangenheit aufarbeiten will, aber verhindere, und zwar nochmal, die Amerikaner haben ermöglicht, dass man in diese Akten hineinschaut. Die Deutschen verhindern das. Darüber darf man gerne mal nachdenken und sollte. Es stimmt, dass sich einige ethnische deutsche Institutionen auch schon in den 1890er Jahren und aus anderen Gründen als dem fanatischen Antigermanismus des Ersten Weltkriegs in einem langsamen Niedergang befanden. Zum einen hat bereits die Gewalttätigkeit des radikalen Nativismus des 19. Jahrhunderts viele Deutschamerikaner geängstigt und dazu gebracht, ihre Herkunft zu ihrer eigenen Sicherheit und um erfolgreich sein zu können, rasch abzustreifen. Dazu kam auch, dass die später angekommenen ärmeren deutschen Einwanderer anstelle ihrer völkischen Identität eine gemeinsame weiße Identität annahmen. Soziologen versuchen hin und wieder neue Theorien darüber aufzustellen, die in eine andere und leichter verdauliche Richtung weisen. Doch dennoch bleibt die traurige Wahrheit bestehen, dass der zermürbende Standard, der von Propagandisten für den Beweis nationaler Loyalität gesetzt wurde, beinhaltete, dass alle Deutschamerikaner 100% amerikanisch zu sein hatten und dass diese antideutsche Attacke es nicht nur während des Krieges praktisch unmöglich machte, deutsche Volksangehörigkeit öffentlich zu zeigen, sondern auch danach damit weiterging, dass Deutschsein mehr und mehr zu etwas Abstoßendem wurde, bis es schließlich im Nichts versickerte. Das einzige ausschlaggebende Element, das unter der großen Vielzahl von Deutschen, Deutschen im Heimatland, ethnischen Deutschen und Deutschamerikanern, noch eine gemeinsame kulturelle Identität aufrechterhielt, war die deutsche Sprache. Und als dieses Band durch die vorsätzlichen und andauernden Attacken auf die deutsche Sprache in den Kriegsjahren auch noch tödlich verletzt worden war, gab es keine Hoffnung auf kulturelle Wiederauferstehung mehr. Es gab keine deutschen Lokalblätter voller geschwätzigem Klatsch und Tratsch mehr. Die deutschsprachige Abteilung der örtlichen Bücherei war verschwunden. Kirchen boten keine deutschsprachigen Gottesdienste mehr an. In den Schulen gab es keinen Deutschunterricht mehr. Tausende von deutschen Büchern waren vernichtet worden. Alles andere Deutsche war ebenfalls dahin. Das gute deutsche Lebensmittelgeschäft an der Ecke wurde abgerissen. Die Biergärten, Turnvereine, Liederkränze, Schützenvereine. Alle verschwanden von einem Augenblick zum anderen. Was geschieht, wenn das Erbe so gründlich ausgelöscht wird, dass keine Erinnerung an die Vergangenheit mehr da ist, kein Wissen mehr über die lange Geschichte, wenn nichts von dem Vertrauten in der Umgebung Teil dieses Erbes ist? Schlimmer noch, was geschieht, wenn die einzige Bezugnahme zu dieser Kultur negativ, erniedrigend, beschimpfend oder obszön ist? Keine andere Gruppe von Einwanderern musste erleben, dass ihr Erbe so gründlich in den Dreck gezogen wurde. Und keine andere litt unter einem dermaßen anhaltenden Druck, ihre ganze völkische Identität zugunsten einer amerikanischen abzulegen. Allerdings führte diese Herabwürdigung einer sogenannten ethnischen Bindestrichzugehörigkeit, während sie ursprünglich nur gegen Deutsche gerichtet war. Tatsächlich dann nicht nur zur Abschaffung des Deutsch-Amerikanismus, sondern auch zur Abschaffung aller unserer verschiedenen europäisch-amerikanischen Kulturen. Es wird wahrscheinlich niemals wieder etwas geben wie einen gesellschaftlich akzeptierten, stolzen Deutschen.
Selbst heute noch konzentrieren sich unsere Medien bei der spärlichen Aufmerksamkeit, die sie irgendetwas Deutschem überhaupt zuteil werden lassen, fast vollständig auf eine negative Perspektive, bis hin zu dem Punkt, an dem bereits das Wort Deutsch synonym für schlecht gebraucht wird. Große Deutsche aus der Geschichte werden kaum erwähnt und ihre Leistungen werden ignoriert, unterschlagen und kleingeredet. Wir sind im öffentlichen Fernsehen Hunderten von überholten britischen Fernsehserien und Sitcoms ausgesetzt, die eine Obsession mit bösen Deutschen pflegen. Die Medien wiederholen unablässig negative deutsche Stereotypen, die in jedem anderen Fall als hochgradig deplatziert betrachtet werden würden. Angefangen von Spötteleien über den deutschen Akzent bis hin zu Werbespots, in denen fette Deutsche für Käse jodeln. Die Akzeptanz dieses Verhaltens durchdringt auch heute noch das Alltagsleben. Passiert ist nichts. Eine Aufarbeitung findet nicht statt. Die Täter werden geschützt und spielen weiter bei dem politischen Spiel eine gewaltige Rolle. Posten in Ministerien, Posten in wichtigen Positionen werden vergeben. Ein gutes Beispiel dafür ist Ursula von der Leyen. Die Frage ist doch vielmehr, warum soll keiner wissen, was hier passiert? Und es gibt noch eine Grundsatzfrage, weil es heißt ja immer, der Schiffmann, der ist rechts. Querdenken ist rechts. Vielleicht stimmt das. Vielleicht stimmt das deswegen, weil wir in Wirklichkeit die Menschen, die wir bekämpfen, demokratisch bekämpfen, mit Informationen bekämpfen, die Nazis, hier behandelt es sich mitnichten um eine rechte Partei. Es handelt sich um eine linke Partei. Und das sage nicht ich, das sagt Josef Goebbels. Der sollte es doch eigentlich wissen, wie das Ganze einzuordnen ist. Und es gibt einen sehr langen und sehr interessanten Artikel mit vielen Zitaten, unter anderem von Goebbels, aber auch von Zeugen der jüngeren Zeitgeschichte, die eindeutig zeigen, dass die Nazis links sind. Die Idee, der Idee der NSDAP entsprechend sind wir die deutsche Linke. Nichts ist uns verhasster als der rechtsstehende nationale Besitzbürgerblock. Schrieb Josef Goebbels 1931 in der Angriff. Man kann es im Internet sehr einfach recherchieren. Es ist tatsächlich ein Zitat von ihm. Und wie gesagt, da gibt es viele drüber und ich werde darüber auch noch eine Extrasendung machen, weil ich werde sie vielleicht so nennen, sind wir nicht alle ein bisschen rechts? Nun, eins ist mal Fakt, wir haben zumindest leider recht mit dem, was wir alles tun. Gehen wir doch gerne mal in die jüngere Vergangenheit und heute machen wir mal eine Sendung, wo wir ein bisschen Fernseh gucken. Natürlich nur, vertrauen Sie nur den Qualitätsmedien, liebe Frau Ursula von der Leyen. Und Deutschland ist ein Land, was eigentlich hätte verhindern müssen, was die letzten Jahre seit 2020 passiert ist. Es ist keinem Land der Welt so sehr anzukreiden wie Deutschland. Banalität des Bösen. Eine Dokumentation vom SFB von 1990. Und dies hier ist die Geschichte, wie es begann. Die Geburt des Hunnen, die Propagandisten. Zitat: Wird es nach dem Krieg irgendjemand wundern, wenn Leute aus aller Welt, wenn sie irgendeinen Mensch als Deutsch erkannt haben, ihm ausweichen, damit sie ihn nicht beim Vorübergehen berühren oder sich nach Steinen bücken, um ihn aus dem Weg zu scheuchen. Zitat Ende.
prahlte Vernon Kellogg, nachdem er seinen Teil für die Kriegstreiber beigetragen hatte. 1917 engagierten sich über 40 Friedensgruppen in den USA gegen den Kriegseintritt. An dem Tag, an dem Wilson den Kongress dazu aufrief, den Krieg zu erklären, demonstrierten 10.000 Menschen im Chicago Coliseum. Anmerkung des Übersetzers: ein Stadion. Tausende von Deutsch-Amerikanern forderten ein nationales Referendum und 1.500 Pazifisten protestierten vor dem Kapitol. Der Bürgerkriegsveteran Isaac R. Sherwood machte eine erfolglose Eingabe an den Kongress, in der er an Englands Angriff auf die USA während des Bürgerkriegs erinnerte. Er warnte, dass das amerikanische Volk im Begriff sei, als Verbündeter der einzigen Nation in Europa, die immer unser Feind gewesen ist, und gegen die Nation, die immer unser Freund gewesen ist, in den Krieg zu ziehen. Ich habe das nie in der Schule gelernt. Ich habe das nie mitbekommen, was dort passiert ist. Aber diese ganzen Menschen haben so viel Schuld auf sich geladen, dass sie natürlich wieder mitgelaufen sind. Mit so viel Widerstand aus Deutschland, vom Mittelstand, von Akademikern. Damit hat niemand gerechnet. Und jetzt machen wir mal ein bisschen Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Über die Corona-Lügen braucht man kein Wort mehr zu verlieren, aber wir werden noch ziemlich viele Worte darüber verlieren. Danke fürs Einschalten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Annalena Baerbock, ja? Spielen. Können Sie Ihren ganzen Namen eigentlich sagen? Annalena Baerbock. Aber die hat noch zwei. Stimmt. Einen zweiten und einen dritten Namen. Das weiß ich aber nicht. Die heißt Annalena Charlotte Alma Baerbock. Alright. Wissen Sie, was die Initialen was davon sind? Annalena Charlotte, nee, A-C-A, oder wie? A-C-A-B. S-E-D-C. Nee, S-E-D-C, S-E-B-C. A-C-A-B. A-C-A-B, ja. Vielleicht das noch in die Kamera sagen? A-C-A-B.